Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Base in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgen. Ich werde dich wirklich vermissen, weißt du? Aber das ist der Punkt bei Teamkameraden. Man hält zusammen, egal wie weit man entfernt ist. Also zeig diesmal alles, was du zu geben hast. Denn wir stehen alle hinter dir, Alter. Wenn mir all meine Freunde die Daumen drücken, bin ich doppelt so stark. Nichts kann mich aufhalten. Okay, Gurbeyus, es ist Zeit für den Chain Launch. Unmöglich. Für den Fall, dass du nicht sicher bist, erzähle ich dir, was als nächstes passiert. Pass gut auf! Hier kommt der Chain Launch! Leute, Ken hat einen Weg gefunden, sowohl Yugo als auch Okio von den Sword Flames zu besiegen. Und dir beim Kämpfen zuzusehen, hat mich total geflasht. Ich will auch wieder kämpfen. Darauf freue ich mich schon lange. Unser letzter Gegner ist Xander. Ken, ich weiß, dass du ihn besiegen kannst. Unsere Base zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Unsere Zeit und unser Leben. Beyblade Burst! All jeder da draußen unser Bestes geben. Beyblade Burst! Ein Freundschaftskampf! Alle bereit? Xander, der dritte Wettkämpfer der Sword Flames, gegen Ken Midori, den dritten Wettkämpfer des Beguma Academy B-Clubs. Endlich kann ich gegen ihn kämpfen. Ich kann's nicht erwarten, mich gegen Xander zu beweisen. Als Ken gegen Ukyo gekämpft hat, hat er sich für Angriff entschieden, obwohl Kurbeyus ein Abwehrtyp ist. Und dann war da der Battle mit Yugo. Ken hat ihn mit einem Gegenangriff überrascht. Der Schlüssel zu beiden Battles war sein Chain Launch. Es wird Zeit für mich, diese Serie zu unterbrechen. Er benutzt die Power-Seite. Wenn Kurbeyus davon getroffen wird, ist er Schrott. Das kann ich nicht zulassen. Nicht mit mir. Es wird knapp werden. Habe ich was Nötiges, um ihn zu besiegen? Er beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Nicht zweifeln. Wenn ich verliere, hat Volt immer noch eine Chance. Time out! Hä? Du bist angespannter als mein Gürtel zu Weihnachten. Und das hat wirklich eine Menge. Ich werde Xanders Schwäche aufdecken. Und wenn Volt dann in der nächsten Runde gegen ihn antritt, wird er bereit sein, ihm zu... Falsche Einstellung! Du gehst jetzt da rein, um zu gewinnen. Greif einfach nach dem Sieg. Das sollte ich wohl. Versprochen. Erster Battle. Das gefällt mir besser. Zeig mir, was du kannst, Kleiner. Wenn Xander seine Powerseite benutzt, dann weiß ich, was zu tun ist. Bereit? Auf die Plätze! Ich setze auf Angriff. Und 3, 2, 1. Let it rip! Den Start hat er vermasselt. Seine Bewegungen sind total unharmonisch, aber er verliert keine Power. Mann, sein vermasselter Start funktioniert irgendwie. Die Powerseite generiert viel Schlagkraft, aber es ist riskant. Vielleicht ist es deshalb schiefgegangen. Schwer zu sagen, woran es liegt. Chain Launch, das ist deine Chance! Ja. Jetzt, Kurbeyus! Hmm.
durch! Es könnte so oder so ausgehen, Leute. Ein gleichzeitiges Survivor-Finish macht es zu einem Unentschieden. Keine Punkte! Gut gemacht, gute Arbeit. Beeindruckender Chain-Launch. Kerbeus macht eine Menge Lärm. Oh, ich war mir so sicher, dass er einen Punkt holen würde. Das war trotzdem knapp, ha? Huh? Definitiv. Er wird den nächsten gewinnen. Ken, hab ich recht? Diese Runde gehört mir. Alles klar dann. Wir kommen zum zweiten Battle. Ich gehe hier als Sieger raus. Das ist eine Tatsache. Wie will er es angehen? Offensiv oder defensiv? Wie will er das durchziehen? Bereit? Auf die Plätze! Und 3, 2, 1! Let it rip! Er würde auf keinen Fall noch einen Start verschenken. Xander ist gut. Kerbeus ist ein solider Bay. Ich muss ihm vertrauen. Eine Niederlage kommt nicht in Frage. Nicht mal gegen Excalius. Das ist es! Chain-Launch-Zeit! Er ist schnell! Aber er hat keine Zeit, sich in Position zu bringen. Reiß dich zusammen, Kerbeus! Nein, pass auf! Okay, er ist wieder auf den Beinen, Leute! Oh ja! Saber Strike! Das ist ein Burst Finish. 2 Punkte an Excalius. Xander gewinnt mit einem 2:0. Fertig. Das war sehr viel schneller zu Ende, als ich dachte. Vielleicht, aber es ist gelaufen, wie ich erwartet hatte. Hey, hey, guter Versuch. Sorry, dass ich euch enttäuscht habe. Scherzkeks, du hast gerockt. Er hat recht, du hast einen Spitzenkampf abgeliefert. Ich hab's versprochen. Ich sagte, ich würde gewinnen, aber ich habe mein Versprechen gebrochen und euch enttäuscht. Auf keinen Fall! Alter, wir sehen doch, dass du wirklich alles gegeben hast. Ich werde ihn für dich fertig machen. Das würdest du tun? Mhm. Jeder hat dabei geholfen, so weit zu kommen. Ich würde mich niemals zurückhalten, nur meine Führung zu verteidigen. So bin ich eben. Kommt schon, wir sind ein Team, oder nicht? Ja! Zeit für den finalen Showdown! Und dass du meinen Battle gesehen hast, hilft dir vielleicht, den nächsten zu gewinnen, richtig? So sieht's aus, Honcho. Dann sieh es als Nachhilfestunde, okay? Sehr gern. Wir halten alle zusammen bis zum Ende und wir werden gewinnen. Legen wir los! Also kommt schon, worauf warten wir noch? Ist doch klar, dass wir das hinkriegen, Leute. Danke, ja, Mann. Du hast es drauf. Xander, dritter Wettkämpfer der Sword Flames gegen Volt Aoi, vierter Wettkämpfer der Beguma Akademie. Der Blader, der die nächste Runde gewinnt, gewinnt den Team Battle. Blader bereit? Hier entscheidet sich jetzt alles. Du musst ein bisschen Pep reinbringen. Wer war nochmal dieser Pep? Da wir die letzten Blader sind, wird das ein 3-Punkte-Battle, verstanden? Schön, mir gefällt, wie das klingt. Fühlt sich an wie ein Meisterschaftskampf. Richtig, der Erste mit 3 Punkten gewinnt. Erster Battle! Gib alles, Walt. Biete mir einen Battle, den man nicht vergessen wird. Ich hoffe, du siehst zu, Ken, denn der hier ist für dich. Zeigen wir ihnen, wie weit wir gekommen sind. Bereit? Auf die Plätze! Und 3, 2, 1! Let it Was ist da los? Sein Rush Launch sieht doch sonst nie so aus. Wie hat er es hingekriegt, den zu vermasseln? Was ist los mit dir, Veltriek? Und jetzt werden wir ihn raushauen. Ring Out Finish. Das ist ein Punkt für Excalius. Der Punktestand ist 1:0. Du hast es geschafft! Echt klasse Move, Xander! Ja, und zwar kristallklar, dass du ihm zeigst, wie es läuft!
Er hat Weltwerk ausgeschaltet, als wäre es nichts. Noch jemand so schockiert wie ich? Ernsthaft, Freunde, haltet mich fest. Was ist denn da mit seinem Bay schiefgelaufen? Lass es nicht an dich ran, Walt! Und lass dich von dem Fehlstart nicht kirre machen! Es ist noch früh genug, das hinzubiegen. Was meinst du? Ich hab diesen Start nicht vermasselt. Hier drüben! Hä? Huh? Ich bin ehrlich, du bist ein viel besserer Blader als gerade eben. Ich fang gerade erst an! Im Ernst, noch nie was von Aufwärmen gehört! Zweiter Battle! Erinnere dich, Walt! Es geht um die Grundlagen! Ja, genau! Die Grundlagen. Kraft in den Beinen, Anspannung in den Seiten und nicht die Hand bewegen, die den Starter hält. Und dann... Bereit! Starte ich mit all meiner Kraft. Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it... Yeah! Oh ja, das war total perfekt! Das fängt diesmal richtig gut an. Alles klar! Zeit für einen Flashlock! Werfen wir sie raus, Excalius! Hau ihn schon aus der Arena, Weltreak! Wieso wird Weltreak ganz plötzlich langsamer? Nicht nochmal! Was geht denn hier schon wieder ab? Halt durch, Kumpel! Und damit kommen wir jetzt zur Sache. Das Stacheldings! Ein Ring-Out-Finish! Ein weiterer Punkt geht an Excalius! Jetzt steht es 2-0! Wieso benimmt sich Weltreak so seltsam? Irgendwas stimmt da nicht. Mein Magen dreht total durch, Leute. Wenn er die Stacheln getroffen hätte, wäre er geborsten. Das war viel zu knapp. Time out, time out! Alles okay, mein Freund? Bin mir nicht sicher. Weltreak bewegt sich ganz anders als sonst immer. Als würde er mir was zeigen wollen. Aber ich verstehe es nicht. Ich krieg nicht raus, was es ist. Ich sollte meinen Bay besser kennen. Ich weiß, was du brauchst. Das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber manchmal funktionieren die Dinge auf ihre eigene Weise. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Glaubst du das wirklich, Ken? Ja, das tust du wirklich. Kommt schon, Leute. Feuert mich ein bisschen an. Weiterspielen. Tritt ihm in den Hintern, Walt. Ja. Komm schon, geh da jetzt raus. Das ist wahre Größe. Macht euch auf was gefasst. Von wegen wahre Größe. Halt dich zurück, Kumpel. Der Rush-Launch klappt nicht. Vergiss das. Mit dem hohen Ansatz hat er nicht genug Power. Aber der Flash-Launch hält nicht lange genug, um Excalius davon abzuhalten, mich rauszuhauen. Walt denkt nach. Normalerweise schadet das aber seinem Gehirn. Ich glaube an dich, Walt. Wir sind stolz, egal was passiert. Ich kann sehen, wie sehr er gewinnen will. Seinetwegen und wegen Ken. Der dritte Battle! Warte, ich hab's! Bereit? Auf die Plätze! Und 3, 2, 1! Let it! Er hat ihn viel näher an die Außenbande getrieben, als er es normalerweise tut. Okay, ich hab immer noch eine Chance. In dieser Runde werde ich die Stacheln nutzen und Excalius bersten lassen. Viel zu langsam! Wenn er es dieses Mal nicht schafft, hat er keine Chance mehr. Los, Weltreak! Er wird immer schneller! Das ist der Ultra Flash Launch! Abgesehen davon, dass er diesmal sehr viel schneller ist als sonst. Also das muss es sein. Kazama? Okay. Das Resultat, Weltreak erhält einen Punkt durch ein Ring-Out-Finish. Der Stand ist 2-1. Ich hab's geschafft. Du hast es durchgezogen, Kumpel. Echt unglaublich. Du machst das super, weiter so. Wie hat er einen Punkt gegen Sander geholt? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Dieser Angriff war spektakulär. Das wird gut werden. Du hast das Ding in der Tasche, Bro! Mir fehlen nur noch 2 Punkte. Ich schaffe es. Siehst du das, Sander? Ich bin dir auf den Fersen. Bist du bereit? Hä? Was ist los? Kommen wir zur Sache! Oh, sag mir nicht, dass er wieder versuchen wird, die Power-Seite zu benutzen. Nicht wirklich, vor allem, weil er genau weiß, dass es schiefgehen kann. Warum in aller Welt würde er jetzt die Power-Seite benutzen? Ich meine, ich vertraue darauf, dass Sander weiß, was er tut, aber was soll das denn? Das ergibt keinen Sinn. Wieso benutzt er so einen riskanten Move? Jetzt der 4. Battle! Ich bring den Ultra-Flash-Launch nochmal. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it! Alles klar! Das ist es, Leute! Jetzt! Ultra Flash Launch! So langsam Start hat er noch nie gebracht! Was ist denn jetzt wieder los? Komm schon, Valtriac! Und so zerlegt man einen Beyblade, mein Freund. Ein Burst-Finish, das sind 2 Punkte. Der Endstand 4:1. Durch Sanders Sieg gewinnen die Swordflames den Kampf. Game over. Das war's. Das verstehe ich nicht. Sowas ist uns doch vorher noch nie passiert. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Valtriac versucht vielleicht zu erwachen. Was meinst du mit erwachen? Oh, ich wurde schon wieder geschlagen. Ich flehe dich an, Ken. Nur noch ein Battle, okay? Damit Valtriac erwachen kann, richtig? Wir verstehen das, wir verstehen. Wie oft ist das jetzt passiert? Ich zähle nicht mehr mit, 1 Million Mal. Komm schon, Walt! Beeil dich und weck Valtriac auf! Der Rest von uns würde auch gerne mal wieder gegen Ken antreten. Kein Problem. Hoffentlich wird das jetzt nicht mehr lange dauern. Noch ein paar Battles, das sollte reichen. Na, du hast eben diesen Pep. Stimmt, genau wie mein Bay. Wir kriegen das jetzt hin. 3, 2, 1, let's go! Wach auf! Ist Valtriac gerade erwacht? Das war gigantomatisch. Ja. Klasse. Das war voll super, Walt. Das können wir sogar noch besser, Valtriac. Noch einmal, ein letztes Mal, versprochen. Oh nein, du bist durch, Mann. Du hast uns ganz schön lange warten lassen. Bereit, als nächstes gegen mich anzutreten? Komm schon, Ken, du kriegst das hin. 3, 2, 1, let it rip! Super, ja. Lass mich unterkriegen! Ich wusste, dass du das hinkriegst! Ja, der Oberknaller! Alle mal hersehen! Das ist Kens Abschiedsparty, deswegen ist Corbeus unser Ehrengast. Oh. Oh. Das ist so gut! Hey, dafür musst du gegen mich antreten! Ich würde es nicht anders wollen. Und 3, 2, 1! Hey! Aufmachen! Hier! Nicht am Ärmel abwischen, wurdest du in dem Schweinestall geboren? Das verlangt nach Auskitzeln! Kitzel, 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 kitzel! Kitzel, 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 kitzel! Ich wette, Ken wird seine Freunde vermissen, wenn er auf seine neue Schule geht. Nein, das wird nicht passieren! Wir werden immer mit diesen Typen befreundet sein. Egal, wo wir sind. Ja, er hat recht, Mom. Das bedeutet nur, dass wir uns nicht jeden Tag in der Schule sehen. Du hast so recht. Okay, Leute, kämpfen wir. Ja! Pass auf dich auf, Ken. Danke, du auch, Daigo. Komm vorbei, wenn du mal chillen willst. Danke, das mache ich ganz sicher, Honcho.
Hey, Walt? Das ist nicht das Ende für uns. Nur eine andere Schule, richtig? Das ist alles. Ich weine. Was machst du denn da? Lass es raus. Helden dürfen auch mal weinen. Das ist es, Ken. Wir werden schon sehr bald wieder kämpfen. Das verspreche ich dir. Oh ja, hundertprozentig. 110-prozentig. Eher wie 1000%. Vergiss den Rest von uns nicht. Hey, warte! Ich danke euch, Freunde. Ich verspreche, ich werde euch nie vergessen. Wir sehen uns wieder, Leute. Veltriac erwacht. Ich schätze, du trittst als nächstes gegen mich an. Klingt gut. Bist du bereit, nochmal gegen mich zu verlieren? Werd ich nicht. Oh, Mann. Was für eine angenehme Frühlingsbrise. Oh, nicht meine Unterlagen. Oh nein. Was ist das? Aufregende Neuigkeiten. Ratet, was in der Post war. Einladungen für die Regionalmeisterschaft. Was? Ja! Sander hat uns schon davon erzählt. Das ist wie eine zweite Chance. Also das ist wunderbar. Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Wer von uns hat eine Einladung? Alles klar, dann sehen wir mal nach. Soll ich sie ans Team verteilen? Die erste geht an... Mich! Ich denke, du solltest warten, bis er deinen Namen vorliest. Sorry, Leute, mein Fehler. Ich war kurz etwas zu aufgeregt. Daigo Kurugami. Glückwunsch. Sieht aus, als wären deine Bemühungen anerkannt worden. Du gehst zur Regionalmeisterschaft. Das ist klasse, Daigo. Gut gemacht. Es genügt nicht, nur den Brief zu bekommen. Ich muss gewinnen. Machen Sie mit dem nächsten weiter. Alles klar, alles klar. Hoji Konda und Wakia Murasaki. Falls Sie die beiden suchen, die machen da unten gerade ihr Lauftraining. Was? Du bist schon müde? Überhaupt nicht. Gut, dann lass uns schneller laufen. Ha. Schon okay, lassen wir sie ihr Rennen genießen. Der Letzte. Es ist nur noch einer übrig? Das ist ein Scherz, oder? Sie ist für dich, Walt. Sehr gut gemacht. Er hat's geschafft. Meisterschaft. Sind Sie sicher, dass das die Letzte ist? Ist nicht schlimm. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich in der ersten Runde gegen Walt verloren habe. Sorry, Honcho. Seht mal! Was war das? Das Papier! Es sah irgendwie wie einer der Briefe aus. Ja, stimmt. Vielleicht ist das Honchos Einladung. Macht euch keinen Kopf wegen mir. Ich habe im Moment sowieso eine Menge zu tun. Wirklich? Bist du sicher? Natürlich bin ich nicht sicher. Ich drehe gerade komplett am Rad. Du bist aber immer noch der beste Trainer. Das bricht mir das Herz. Oh, Mann. Da ist die Einladung. Hey, ich laufe hier. Gleich habe ich's. Nein, kein Läufer-Ass. Danke, Sir. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Einladung bekomme. Natürlich hast du eine. Wenn du nicht so gut wärst, könntest du nicht mit mir trainieren. Ja, das ist ziemlich aufregend. Für mich ist das nur eine Meisterschaft für Verlierer, also betrachte ich es als Beleidigung. Aber ich schätze, ich werde trotzdem hingehen und mein Gesicht zeigen müssen, wenn ich gegen Shu kämpfen will. Oh.
Längster Tag aller Zeiten. Wie können wir ihn aufmuntern? Vielleicht einen Witz erzählen. Oh Mann, das ist etwas, worin Ken wirklich gut gewesen wäre. Er findet immer einen Weg, Leute aufzumuntern. Seine Scherze waren super. Wow, das sind tolle Neuigkeiten, Süßer. Hier. Dass du es ins Relegationsturnier geschafft hast, verlangt definitiv nach Babybrot. Ja! Ich habe gehört, dass Daigo auch eingeladen ist. Ich muss sagen, es ist so schön, dass du einen Freund dabei hast. Ja. Oh, was ist denn? Ich bin nicht hungrig. Was habe ich denn gesagt? Honshu war der Einzige, der nicht eingeladen wurde. Volk fühlt sich schlecht. Verstehe. Also ist das nicht sowas von niedlich? Er ist so ein süßer, sensibler Junge. Ich bin gleich wieder da. Ich bin mir sicher, dass Honshus Einladung hier irgendwo rumgeflogen ist. Ich muss sie für ihn finden. Was machst du noch so spät hier? Nun, ich versuche, diesen Brief zu erreichen. Sie haben ihn gefunden. Vorsicht, bitte pass auf, wo du hintrittst. Na klar. Du kommst mir nicht davon. Das ist es, alles klar. Honshu wird so glücklich sein. Oh ja! Vorsicht! Ich hab ihn gefunden, also halt durch, Honshu. Ich komme! Meine Güte, noch einmal jung sein. Let it rip! Ich bin nicht gut genug. Schätze, ich werde immer der nette Kumpel sein. Aber wenn ich nicht in diesem Turnier kämpfen darf, kann ich immer noch Walt und Daigo coachen. Das wird mein Ding. Honshu, wo bist du? Alter, es geht mir total gut, das schwöre ich. Ich bin glücklich, dass ich der sein darf, der euch weiterbringt. Ihr könnt mit meinem Raging Rock Devil trainieren, wann immer ihr wollt. Die erste Lektion handelt von Balance. Das ist nicht wichtig, weil du mitkommst. Wie bitte? Zur Meisterschaft. Der hier ist für dich. Für mich? Ja, für dich. Ich wusste, dass es da ein Missverständnis gegeben haben muss. Es ist cool, du kannst vor mir weinen. Hey, ich weine nicht, du weinst. Ist okay, lass es raus. Das ist doch absurd. Na egal, wir haben was zu tun. Wir haben eine Meisterschaft, für die wir trainieren müssen. Ich mache auch mit. Spitze. Dann mal los. 3, 2, 1. Let it rip. Seid willkommen, all ihr Beyblade-Fans, bei der Regionalmeisterschaft. Wir haben uns die Rangliste aller Blader angesehen, die bei der Bezirksmeisterschaft nicht gewonnen haben. Ein paar glückliche Teilnehmer haben die Einladung erhalten, herzukommen und heute hier zu kämpfen. Und jetzt ist es soweit, die Registrierung hat begonnen. Alles klar, Leute, bitte stellt sicher, dass ihr während der Registrierung keine Fehler macht. Sobald ihr im System gespeichert seid, wird der Computer eure Gegner zufällig auswählen. Gegen wen werdet ihr antreten? Das entscheidet alleine das Schicksal. Nur die Gewinner der 4 Blocks A, B, C und D erwerben das Recht, bei der Landesmeisterschaft mitzumachen. Also, welche 4 werden es sein? Und seht her, da sind 2 von den Supreme 4 im Publikum hier bei uns. Das Wunderkind Shu Kurenai und der Meister der Verwüstung, Sander Chakanera. Das ist abgefahren. Shu und Sander sind sowas von beliebt.
Und was ist das? Wahnsinn! Wir haben eine Berühmtheit hier bei uns. Der Super-Duper-Star der Saison, Zack, ist hier! Ha! Bay-Fans! Verzeiht, dass ich euch blende, aber ich bin immer so überwältigend. Was ist denn mit dem Typen los? Alter, sag mal, weißt du nicht, wer Zack ist? Ein Filmstar? Er ist der Gewinner von diesem berühmten Amateur-Gesangswettbewerb im Fernsehen. Ich glaube, er hat gerade ein paar Hits in den Charts. Und zufällig ist er außerdem ein ernstzunehmender Blader. Er ist einer der Supreme Four. Oh Mann, das ist so cool! Sternenlicht! Meine lieben Teilnehmer, ihr seid alle Teil des nächtlichen Sternhimmels. Jeder von euch ist ein Stern, leuchtend mit besonderer Schönheit. Jedoch, ich fürchte, ich muss euch warnen vor eurer Schwäche. Sonnenschein! Egal wie schön ein Stern ist, ein neuer Tag muss kommen und mit ihm die Sonne. Es ist ein Kreislauf. Tut mir leid, ich muss euch sagen, ich habe eure Sternennacht verfinstert. Ich bin die Sonne in eurem Sonnensystem. Ich bin Zack, der Sonnenfeger! Ich will eure besten Moves sehen, Blader, also zeigt mir, was ihr drauf habt. Oh, das ist der coolste Typ aller Zeiten. Du musst mindestens genauso gut sein wie Schuh und Sande. Was macht er? Ich weiß es nicht, aber wie ich Walt kenne, wird's peinlich. Hi, mein Name ist Walter Hoy und ich will gegen dich kämpfen. Sei vorsichtig, Kleiner. Komm zu nah an die Sonne und du wirst dich verbrennen. Dampfzwerg, ich freue mich darauf, irgendwann gegen dich anzutreten. Du hast jetzt einen Deal mit mir. Ich werde dich bei der Landesmeisterschaft besiegen. Ich, Zack, der Sonnenfeger, erkläre hiermit die Regionalmeisterschaft für eröffnet. Okay, lass die Spiele beginnen. Unsere erste Begegnung in Block A ist... Hallo, der Zweitplatzierte der Bezirksmeisterschaft, Walt Ahoy. Hä? Jetzt schon? Und der mysteriöse Blader aus dem Chakadera-Dojo, Ukyo Kibuki. Bringen wir es einfach hinter uns. Bist du bereit? Alles klar, ich freue mich sogar schon darauf. Okay, Blader, kommt jetzt auf die Bühne! Haha! Gib dein allerbestes, Dampfzwerg! Walt Ahoy, ich muss sagen, das ist mir eine Ehre. Ja, für mich auch! Los, Walt, du kannst es schaffen! Es gefällt mir, dass wir im ersten Kampf einen Blader der Swordflames sehen. Dieser Battle dürfte ziemlich gut werden. Das ist nichts als die Wahrheit. Zerquetsche ihn, Ukyo, halt dich nicht zurück! Hör zu, das ist ein Zwei-Punkte-Kampf, ist das klar? Ring-Out-Finishes und Survivor-Finishes geben einen Punkt und Burst-Finishes bringen zwei. Erster Battle! Diese Meisterschaft beginnt großartig. Zwei der intensivsten Blader treten gegeneinander an. Victory Veltriac, ein Angriffstyp. Und Uber Unicrest, ein Abwehrtyp. Unicrest. Er ist ein Abwehrtyp, aber sein Elicorn Launch ist ein kraftvoller offensiver Move. Ken hat trotzdem einen Weg gefunden, ihn zu besiegen. Also werde ich herausfinden müssen, wie ich das auch schaffe. Dieser Typ weiß nicht, was gleich auf ihn zukommt. Die Sache ist, ein Angriffstyp wie Veltriac hat einen Nachteil gegenüber einem Abwehrtyp. Echt? Das stimmt. Außer Walt schafft es rechtzeitig, Veltriac aufwachen zu lassen. Hast du aufwachen gesagt? Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Lelevet! Rip! Und sie sind im Rennen! Los, Veltriac! Lauf, Unicrest! Seht euch das an! Unicrest weicht Veltriax Rush Launch mit ninja-artigen Reflexen aus! Und wieder! Na also. Gut gemacht. Schnell und sauber. Hey! Wach auf, Veltriax! Nichts wie ran!
Unicrest greift an! Unglaublich! Unicrests Mähne wehrt ihn ab! Und er kommt für einen großen Gegenangriff zurück! Kann Vertriac den Schlag aushalten? Jetzt Alicorn Launch! Unicrests scharfes Horn bricht durch Vertriacs Offensive! Unicrest gewinnt! Das ist ein Punkt für ein Ring-Out-Finish! Mach dir keine Sorgen, Vertriac. Wir fangen gerade erst an. Ich weiß schon, was kommen wird. Wenn du aufgewacht bist, gehört der Sieg uns! Hä? Aufwachen? Was soll das heißen? Zweiter Battle! Alles klar, Kumpel. Wir sind hier, um zu gewinnen. Seht euch das an! Er scheint einen Plan zu haben! Sehe ich auch so. Also, ich bin gespannt. Da freue ich mich doch drauf. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Yeah! Ein weiterer erfolgreicher Start! Ich liebe es! Sieht nach einem ähnlichen Setup aus! Unicrest hat jetzt den Vorteil, Leute! Los, wach auf, Vertriac! Und wir tun es! Rush Launch! Unglaublich, was geht hier vor? Das ist ein total anderer Vertriac! Wild und heftig, er greift Unicrest mit einer unerbittlichen Attacke an! Komm schon, Unicrest! Vertriac erwacht. Kann nicht sein. Haha! Alles klar, es ist Showtime! Unicrest ist geworfen! So eine Attacke hätte er auf keinen Fall überstehen können. Ein Burst-Finish für Victory Vertriac. Volt Aoi gewinnt mit einem Punktestand von 2 zu 1. Ja, wir haben es geschafft! Er hat gewonnen! Nun, Volt, damit bist du wieder ein Stückchen gewachsen. Das stimmt. Ja, so langsam lernt der Kleine, wie er mit seinem Bay umgehen muss. Hey, Honcho, Daigo, habt ihr mich kämpfen sehen? Sorry, Alter, hab's total verpasst. Weißt du, wir müssen wie er kämpfen. Nun, ich schätze, die erste Runde war zum Aufwärmen. Vertriac, du bist unglaublich. Wir sind auf dem direkten Weg zur Landesmeisterschaft. Gut gemacht, Dampfzwerg. Wie ihr wisst, kommt nur eine Person aus jedem Block in die Landesmeisterschaft. Wer wird es aus dieser intensiven ersten Runde sein? Wir sind dran, Wyvern, also mach dich bereit. Wakia Murasaki, bekannt für seine Power und seine Burst in Sekundenbruchteilen. Für mich gilt das heute nicht mal als Aufwärmtraining. Audax, das sind wir. Der Sound von Audax Blastbeat! Es ist ein Burst-Finish für Orochi! Das ist es! Du weißt genau, was jetzt zu tun ist! Yektrion zögert nicht! Yugo Nanzui gewinnt! Danke. Doomsizer! Quake Launch! Unglaublich! Der Quake Launch ist sogar noch kraftvoller! Ja! Also ist Yugo mein nächster Gegner. Sieh mal an. Ich muss gewinnen.